Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir Tetra aus dem Wald befreit und jetzt sind wir auf ihrem Schiff und sind jetzt hier und talken mal mit dem Mann. Was? Mann? Was? Mann? Normal wird das mit einem geschrieben, oder? Also das Mann, als wenn man nicht den Mann meint, sondern Mann, einfach so. Ein echter Glücksfall für Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste. Was? Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer, ja, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Ja, aber ich bin ja nicht wie immer da, das ist die Sache. Als sein Obermatrose würde es dir ganz bestimmt nicht leicht machen, genau. Wenn du gute Miene zu bösem Spiel machst, wird er schon nicht schlimm werden. Wird es schon nicht so schlimm werden, genau. Ach, wir gehen mal runter zu dem kleinen Nico. Der wartet nämlich unten und gafft hier rum, nicht da vorne. Da können wir nicht rein, weil da ist Tetras Kabine. Nicht so forsch. Das ist die Captain Tetras Kajüte. Das hier ist Captain Tetras Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein. Was heißt für die Jubeljahre jetzt? Zum 5-Jährigen, 20-Jährigen, 25-Jährigen oder was? Das ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Ja, okay, dann gehe ich halt nicht rein, dann gehe ich halt zu Nico runter. Der Kerl ist auch cool, der ist sogar noch cooler. Hey, Neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt. Und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest. Wie sich das für einen neuen gehört. Kapiert? Ja, okay. Also sehen wir genau zu, wie ich es mache. Und schau dir tüchtig was ab. Kapiert? Und das Lesen musste ich echt lernen. Ich bedanke mich bei Epica Style für diesen wunderschönen Kommentar. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach da vor und bewege L in irgendeine Richtung halt, kommt drauf an, wo man steht. Ah ne, man drückt immer nach vorne, das ist ja. Drücke L nach vorne, um auf den Schalter zu steigen, kapiert? Ach, der gibt mir jetzt ein ganzes Tutorial für das Zeug oder so. Die Plattform fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Hui! Da musst du auf die Plattform vor dir springen, aber das ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Ja doch, so weit springen ist irgendwie möglich, bestimmt. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von L kannst du schwingen und wenn du A zu loslassen drückst, lässt du dich los. Ja, nee. Hätte ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Das ist jetzt zu hoch für mich. Na, hast du es kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Achso, ja. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben. Du musst dich also schon ein wenig beeilen, kapiert? Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, das geht ja voll klar. Bis du es hierher geschafft, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. Häng dich rein. Schlechter Witz. Na, so schwer ist das nicht. Okay. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genau springen, wenn du es bis hier schaffen willst. Ach ja, ich habe eins noch vergessen zu sagen. Oh nö. Wenn du in einem Seil hängst, kannst du mit Hilfe von L die Richtung. Achso, ja, das geht auch. Mit Zettel anhalten, dann nach hinten, um bla hochzuklettern. Als wenn man anhältet, genau. Ihr Quatsch, wenn man an den Seilen anhält und dann stillsteht, dann kann man sich mit Hilfe von L kann man dann hochklettern und bla und das Seil hoch, was auch immer das groß bringen mag. Also klar, das ist irgendwann schon wichtig, aber jetzt hier verstehe ich die Info nicht so ganz, warum man die kriegt. Ich weiß nicht, wie lange diese Plattform oben bleiben, das ist gerade voll kacke. Ich habe einfach das Gefühl, die gehen jetzt gleich einfach runter. Ha! Jetzt gehen sie runter. Oh mein Gott!
Ja, das war jetzt, oh mein, oh Gott. Ey, das war jetzt bitter. Nochmal hoch. Ich mache jetzt die Plattform nochmal selbstständig hoch, weil ich weiß halt nicht, wie lange die oben bleiben. Deswegen hole ich jetzt immer komplett neu, indem ich den Einschalter drücke, um sie runter zu machen und den jetzt um sie wieder hoch zu machen. Und ja. Mein Gamepad gibt keinen Sound ab, glaube ich. Obwohl ich das... Ah, ich verstehe. Das Gamepad gibt nur Sound ab, wenn ich so auf dem Gamepad spiele. Das ist doch voll der Müll. Ich glaube, das gibt durchgehend Sound ab, damit ich dann so irgendwie... Oh Mann. Ich habe jetzt nämlich in das Gamepad Kopfhörer angeschlossen, damit ich den Fernsehsound nicht so laut habe, damit man das nicht hört. Naja. Was? Du hast das so schnell geschafft? Ich habe dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht doch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Okay. Okay. Ob ich ihm das so einfach so geben kann? Ach was. Was wird schon passieren? Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anmerkung von deinem Obermatros Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Ja, dann tue ich das doch. Und stalk den Kerl noch nebenbei. Eine Riesenkiste. Das ist was Wertvolles. Die kennt man ja langsam aus Zelda. Ich mach kurz mein Fernseher leiser, der Text ist gerade ein bisschen überdeckt. Moment mal kurz. Ich zieh ganz kurz den Kopfhörer auf. Oh. Du hast die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Hä, wie? Es gibt 8 verschiedene Items oder diese Tasche hat 8 Plätze? Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke bla 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 bla. Hey, let's retro game. Wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Ja, dann tun wir das nochmal, ne? Ich wollte nicht reden. Och nö, ich wollte dir doch nicht so viel beibringen. Naja, ein andermal. Sobald du mit der Sache fertig bist, komm einfach wieder bei mir vorbei. Ja, der wollte nicht, dass ich so viel lerne. Der wollte, dass ich das beim nächsten auch noch mache. Voll der Bastard. Der will mich arbeiten lassen. Ey, wieso kann man manchmal auf Treppen rollen und nicht immer? Wenn man schon mal ein bisschen gelaufen ist, kann man drauf rollen. Aber wenn man dann halt einfach so da drauf ist und dann... ja, also einfach da drauf ist, dann geht's nicht mehr. Hey, let's rein. Hier bin ich. Ach, die ist oben drauf, ne? Korrekt? Ja, die ist hier oben. Die ist hier oben. Die ist hier... Oh. Da, danke. So, ja, die ist hier oben drauf und chillt da ihren gewaltigen Ast ab. Auf dem Mast. Die ist auf dem Mast und chillt ihren Ast ab, ja. Ich bin voll der Rapper, ich kann rhymen und so. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwie um einen Schatz oder so gewendet haben, oder? Nein, definitiv nicht. Eine Lüge. Aber wie auch immer, sieh mal. Da ist die verwunschene Bastion. Ja, guck da so richtig cool, so Gangster so. Schon angsteinflößend das Ding, ne? Früher war das hier mal nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Das sind halt Killervögel. Sieh mal da. Da drüben. Wo da? Ach da, das Fenster da. Kommen die mir bekannt vor? Sollten die mir bekannt vorkommen auf irgendeine Art? Ich vermute mal stark, dass die da oben deine Schwester gefangen hätten. Was haben die Möwen damit zu tun? Die Wachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Das sieht so aus, ja. Die finden uns auch noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlausten an? Ja. Die sind in einem Fass gefangen. Ich finde die Idee einfach geil, was jetzt kommt. Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt.
Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lasst ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich werde einen Flug nach Vorschriften sehen. Okay. 3, 2, 1. Und weg. Wir werden mit dem Fass losgeschleudert. Winke, winke. Und wir landen. Nicht da. Doch, klar. Hä? Ach lol. Das sah doch anders aus. Das sah doch eher so aus, als ob wir da oben gelandet sind, wo wir hin müssen. Und das Schwert einfach nur gefallen ist. Okay, aber das Schwert ist jetzt weg. Wir sind in der verwunschenen Bastion. Und haben kein Schwert mehr. Das kann lustig werden. So. Was ist los? Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Ah, ich sollte in das Fenster fliegen. Ach so. Du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Wie können die mich sehen? Der Stein, den ich vorhin heimlich zu... Den Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Ach nö, das sehe ich jetzt auch. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drück den Knopf, wenn die Sache so aussieht. Ich habe den Stein in das Statusmenü getan. Okay, okay. Aber ich verstehe nicht, was bringt mir das? Dass du findest, wenn du im Itemmenü bla bla auswählst. Ja, ja. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du dein Schwert gerettet hast. Also verlier ihn bloß nicht. Dann mal los, frisch ans Werk. Aber pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du sollst besser nicht in ihr Licht geraten. Okay, Scheinwerfer. Oh, da liegt Geld. Das kann schwer werden. Nein, ich habe Angst. Wie geht der Scheinwerfer? Ich gehe hier hoch. Ich gehe jetzt hier hoch. Das wird zwar tödlich enden letzten Endes, aber ich gehe hier hoch. Das endet ja doch nicht tödlich. Krass. Und wo zur Fick bin ich jetzt? Da ist eine Leiter. Ja, warum nicht? Geh ich mal hoch. Ja, was will die jetzt? Jetzt Retro Game, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der die Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht den Scheinwerfer auf. Dummerweise bist du unbewaffnet, außer dein Schild. Außer dem Schild hast du nichts, um dich zu stellen. Also an der Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff des Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durchdrücken von aufzuheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Okay, dann gehen wir jetzt da. Oh, dann gehen wir jetzt da. Ey, Leitern sind echt nicht meine Stärke in dem Spiel, ne? Danke. Warte, was passiert? Sieht man das? Sieht man das? Nee, sieht man nicht. Okay, aber wenn ich hier irgendein Item rausziehe, lasse ich mal, ne? Ja, das sieht man. Okay. Also, ja, hier ist jetzt irgendwo der Unhold. Der hier. Ups, das wollte ich nicht. Voilà. Ja, der die Scheinwerfer bewacht und. Die Scheinwerfer klappen sich schon hoch, obwohl er noch lebt. Achso, ja, okay, so werden wir ab. Interessant. Jetzt schlag zu. Achso. Ach, warte mal. Hier sind ja auch Waffen drin. Also das sind auch die Stäbe, die der wirft. Oder mit denen der schlägt. Damit können wir auch ganz einfach dem gewaltig aufs Maul geben. Dann sind wir genauso stark wie der, sogar noch stärker. Ich sollte Gegner echt fokussieren, das ist schlauer für mich. So, Nummer 1 ist dead. So, was bringt mir das jetzt, wenn der tot ist? Nichts, oder? Was bringt mir das, wenn ich hier runterspringe? Das sieht nach Weg aus. Okay, man kriegt keinen Fallschaden, das ist cool. Öffnen! Hier geht's rein! Das ist krass. Ach du, hei, was zur Hölle?
Okay, okay, das macht mir. Eine Ratte. Aufheben. Da steht aufheben, nicht anziehen. Egal, finde ich. Oh mein Gott, wie geil. Okay. Ja, okay, das war irgendwie klar, dass die mich sehen können. Oder der. Ja, okay, die, weil. Ich glaube nicht, dass es der Einzige ist. Nein! Oh mein Gott! Holy Crap! Holy Crap! Lauf, 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 Link, lauf! Lauf um dein Leben, wie du noch nie zuvor gelaufen bist! So, das sieht nach Schiff aus. Kann ich hier drauf? Sieht unwahrscheinlich aus, aber das ist Wasser. Kann ich hier rausschwimmen? Kann ich hier nicht theoretisch rausschwimmen? Und dann nie wieder reinkommen? Ich kann hier tatsächlich rausschwimmen. Lol. Krass, man. Lol. Okay. Das ist cool. Das ist neu für mich. Also diesen Weg kannte ich noch nicht. Das meine ich jetzt vor Ernte. Ist Link jetzt nass oder schwitzt der? Was war das gerade? So, dieser Raum sieht tot aus. Also tot von wegen, hier ist kein Schwein. Dann gehe ich direkt mal hier weiter. Mal gucken, da sind zwei von den Kollegen. Wenn jetzt hier so eine Ratte ist, dann bin ich tot. Definitiv. Weil... Obwohl, ja, die würden auch zuschlagen, ne? Mich wundert, dass das die sich jetzt nicht wundern, dass hier ein Fesselraum steht. Guck mal, der geht da durch, mit seiner Nase schnuppert der. Und der reilt nicht, dass da ein verdammtes Fass steht. Ich kann mich jetzt aber nicht bewegen, wenn der da sucht, ne? Der schiebt mich sogar weg. Oh, geil. Ey, das ist geil. Lauf, 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 Link. Lauf um dein Leben. Nicht in das Licht, hier steht. Oh mein Gott, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Okay, gut. Das haben wir schon mal überlebt. Hier sieht's relativ tot aus, mal wieder. Obwohl, Vasen. Kann ich ja, ich würde gerade sagen. Vasen, egal wie schwer die sind, kann sie aufheben und zerwerfen. Also wegwerfen ist sehr einfach, aber das Aufheben ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Kann ich hier raus? Kann ich das jetzt aufheben oder auch wieder anziehen? Das ist aufheben, okay. Aua. Die haben ihr Geld geklaut. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ist der Raum tot oder ist der voll? Der Raum ist tot. Okay, hier ist kein... Gut. Das heißt, wir können hier durch. So, wir sind jetzt hier. Oh, wahrscheinlich. Was wollen die? Was geht hier ab? 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 Leo, schnell. Oh mein Gott. 18 Minuten sind rum. Oh mein Gott, nein. Was tue ich jetzt? Was tue ich schnell? Oh mein Gott, schnell. Link, beeil dich. Der verfolgt dich, nein! Der ruhig! Oh mein Gott! Was denn das für Dinger? Okay, was hat mir das jetzt letzten Endes gebracht? Ah! Nee, hat mir das was gebracht? Ah ja, okay. Ja, ausgezeichnet, ja. Ich glaube, ich hätte diese Türme alle ausschalten müssen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Weil ich denke mal, die können mich hier immer noch sehen, so teilweise. Also der jetzt unwahrscheinlich. Alter, ist das Ding groß. Also der jetzt hier unwahrscheinlich, aber ich meine, die anderen, die könnten mich doch theoretisch überall sehen. Ey, das ist so. Boah, yo. Und mach das halt mal klein. Achso, hier ist nochmal so ein Kollege. Achso, da war was. Ich sollte shielden. Ja. Hä? Wo ist das Ding hingeflogen? Da ist sein Weapon. Hier ist sein Weapon. Meine Waffe. Meine Waffe. Meine Keime, du Nigger. Nein, ich bin nicht schwarze Feinde. Das ist gerade einfach seine Waffe. So. Wie wirft man das erst so mit B? Okay. Was ist das denn? Sind im Parkbett. Du hast ein Glücksamulett gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amuletts. Das heißt, wir haben jetzt Glück. Beutetasche.
Wir können das anlegen und jetzt? Nichts passiert. Okay, das ist cool, aber ich kann die Beutetasche anlegen. Das ist cool. Tausche ich das jetzt nur? Okay, das tausche ich nicht. Okay, das heißt, ich habe da jetzt einfach mal so ein Ding liegen. So, okay. Wieso kam eigentlich eben die Sequenz von wegen da oben kann ich zu meinem... Also da ist dieser Weg, wo mein Schwert, also ne, da war ja das Fenster und das Schwert. Und ja, warum kam diese Sequenz eben? Ich sollte auch den Part beenden, fällt mir gerade so auf. So ganz nebenbei! Aber hier ist noch eine Kiste. 20 Rubine, 20 Rubine, 20 Rubine, 20 Rubine, 20 Rubine, 20 Rubine. Das ist ein roter Rubine halt. Okay, das ist doch kein roter Rubine, das ist ein Kompass. Kennt man auch schon, ja. So, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part von Let's Play Zelda The Wind Waker HD. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ist Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Zelda The Legend of Zelda Wind Waker HD. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.